Je m'appelle Koso, j'ai 23 ans et je travaille chez Unia en tant que dialogueuse de rue. Je travaille gerne als Dialoger, weil man sehr viel Kontakt hat mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Man hört sehr viele verschiedene Geschichten. Und mir ist dabei, etwas zu bewirken in einem grossen Rahmen. Moi, ce qui me motive beaucoup dans ce travail, c'est qu'il faut cultiver sa bonne humeur. Et le syndicat, c'est quelque chose d'important. Donc, ça vaut la peine d'arrêter les gens dans la rue pour ça. Mich treibt an diesem Job an, dass man sich einsetzt für bessere Arbeitsbedingungen in der Schweiz, dass man angeregte politische Diskussionen hat. Mais par-dessus tout, j'aime être de bonne humeur et j'aime décrocher un sourire à quelqu'un que je connais pas. Der tiefer Sinn bei dieser Arbeit sehe ich drin, dass man sich einsetzt für soziale Gerechtigkeit in der Schweiz. Je suis quelqu'un qui a beaucoup l'esprit d'équipe. Et pour moi, c'est important quand je vois quelqu'un de concerné de le voir s'inscrire parce qu'il faut que tout le monde participe pour que ça marche. Es macht sehr viel Spaß, die ganze Schweiz umzureisen. Man sieht sehr viele Orte, wo man eigentlich sonst nicht unbedingt hergeht. On profite du voyage avec ses collègues, ça peut être assez sympa le matin. Ou en fin de journée, quand on finit plus tôt, notamment. Et surtout de pouvoir profiter des transports, même dans son temps libre. Wir haben sehr viele sehr informative Schulungen, wo wir mit den verschiedensten Gewerkschaftssekretären aus allen möglichen Bereichen Arbeitsverträge durchgehen, die Arbeitsbedingungen durchgehen und Punkt für Punkt anschauen, was man verändern muss, damit wir weiterkommen. Avec les formations d'UNIA, on se rend compte davantage à quel point on est ignorant nous-mêmes sur l'histoire des syndicats. Et c'est clair que c'est difficile d'expliquer ça à quelqu'un dans la rue, mais pour nous déjà c'est très enrichissant et c'est important de savoir ce qui s'est passé avant. Wenn man von Passanten abgelehnt wird, ist es natürlich auch immer ein Aspekt, sich selber zu überlegen, was ist jetzt dahinter gewesen, wieso und was man beim nächsten Mal weitermachen kann. Und wenn das dann viel vorkommt, dann hat man hinten dran noch immer ein Team, das ihn dann wieder aufbaut. Im Team haben wir eigentlich immer eine sehr lustige und eine sehr aufgestellte Stimmung. Wir gehen auch regelmässig nach der Arbeit noch einkehren oder gehen noch immer baden oder was der halt immer so läuft vor Ort. Quand on arrive à convaincre quelqu'un, au final on est très content et on sait qu'on a rendu service aussi. Donc on sait qu'on peut aller toujours plus loin et le combat il s'arrête jamais là. Je me dis jamais ok j'ai fini ma journée. Plus on est de monde et plus on arrivera à réussir nos objectifs.